Heute ist nun der Tag. Wir sind im Dulcea, wir sind im Donaudelta. Wir sind auf dem St. George Arm der Donau. Da in Tulcea der Anlegekai komplett saniert wird, können wir dort nicht anlegen. Als Behelf dient der alte Hotelanleger. Sind das die bestellten Schnellboote? Nein, das sind die richtigen. Es ist verdammt frisch an diesem Morgen. Es ist erst 8 Uhr. Gabriele und Holger im Schnellboot. Kasuta Rovmania, Verein Mila 23 von Ivan Pazaischin. Eine Schwankolonie. Am Horizont ist die Stadt Ismail in der Ukraine zu sehen. We'll be right back.
Erst gab's Schnaps, jetzt gibt's Rotwein. Es ist ja schon 10.12 Uhr. Zwei, die frieren. Die Kälte scheint verrückt zu machen. Unser zweiter Pelikan. Wir fahren schon zurück. Wir sind ab sofort auf der Heimreise. Der Anleger, 1. Mai. Die Donaumarine. Die Staatsjacht Siret in Tulcea. Das Schiff war früher die Yacht von Präsident Ceausescu. Heute gehört sie der rumänischen Donaumarine. Wir kommen durch Tulcea. Tulcea liegt hinter uns, Moldawien vor uns. Hat nur etwa 3000 Einwohner. Moldawien. Und, hier einen Hafen mit Ölterminal, Stückgutterminal und einer Freihandelszone. Das Ganze soll ausgebaut werden, aber wie sich das jetzt natürlich alles durch den Krieg weiterentwickelt, das weiß keiner. Heute ist ein Gala-Abendessen. Vorspeise, Parma-Schinken-Röschen an Cantaloupe-Melone und Parmesansplitter. Suppe, Cappuccino von Waldpilzen. Zwischengericht, Risotto mit Meeresfrüchten. Zitronensorbet. Hauptgang,
Tranchen von gebratenem Schweinefilet auf grüner Pfeffersoße, Gemüsebouquet und Williamskartoffel. Dessert: Sachertorte an Pfirsichspiegel und Sahne. Das Bordpersonal hat für uns heute Abend eine bulgarische Hochzeit vorbereitet. Aber ehrlich gesagt, so leicht könnte ich nicht mithüpfen. Ist irre, ne?